Herzlich willkommen bei Festo Didaktik im Ausstellungsraum zu der dritten und heute letzten Live-Session von TIC Online. Mein Name ist Markus Moll. Zusammen mit meinem Kollegen Holger Lag wollen wir Ihnen heute die Antriebstechnik, die Grundlagen in der Antriebstechnik näher bringen. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie können Fragen stellen im Chat. Wir werden versuchen, die Fragen im Laufe des Vortrags mit einzuflechten und zu beantworten. Sind Sie nicht böse, wenn wir nicht alle Fragen gleich beantworten? Zum Teil beantworten Sie sich im Laufe des Vortrags von alleine. Holger, die Antriebstechnik begleitet uns quasi überall im täglichen Leben. Wir haben in Aufzügen Motoren drin, wir haben in Haushaltsgeräten Motoren drin, mit der Energiewende jetzt die ganze Automotive-Geschichte. Wie sieht denn das Konzept aus von der Festo Didaktik, um Schülern und Studierenden die Thematik elektrische Maschine, elektrische Antriebe näher zu bringen? Wir haben hier einen Aufbau mit unterschiedlichen Komponenten, um heute mal die Einführung zu machen, die Motorkennlinien von einem Asynchronmotor aufzunehmen und auch das Anlaufverhalten zu untersuchen. Beginnend haben wir hier ein Motorschalterboard, bestehend aus einem Ein-Aus, links-rechts Stern-Dreieckschalter. Zusätzlich haben wir noch ein Leistungsmesser eingeschaltet und einen 400-690 Volt Drehstrom-Asynchronmotor, der hier auf unserem Servo-Brems- und Antriebssystem sitzt. Das ist der Kopf unserer Einheit, die auch Servobremse genannt oder Motorenprüfstand, besteht aus einem Servomotor, der auch bei uns bei der Festo Automation in den Anlagen eingebaut wird. Kompakt verbaut, der Umrichter von dem Servo steckt hier innen drin im Gehäuse. Somit haben wir eine sehr kompakte Bauweise und auch eine didaktisch klare Trennung zwischen der Motorbremse und dem Aufbau Anschaltungen und Motor, also was zu untersuchen ist. Das heißt, Sie können hier auch Schütze aufbauen oder andere Geräte, die dann zu der Maschine, zu dem Prüfling gehören. Der Bremsenprüfstand hat weiterhin ein großes Display, wo wir einige Werte darstellen. Dann haben wir hier eine Messkarte drin, wenn wir später mit dem PC arbeiten. Das heißt, das haben wir auch so verschaltet. Wir kommen jetzt mit der Zuleitung, kommen wir hier in unseren Messeingang. Von dem Messausgang gehen wir dann auf das Motorschalterboard, Stern-Dreieckboard. Und zwischendrin haben wir noch den Leistungsmesser drin. Sie können hier auch mit ganz herkömmlichen Messgeräten arbeiten. An der Seite hier ist noch eine USB-Schnittstelle, dann für die Bedienung mit der Software. An der Seite haben wir noch Analog-Ein- und Ausgänge, damit Sie auch einen Regelkreis aufbauen können mit Motoren, mit Geber. Der Motor ist ausgestattet mit dem bekannten Quick-Fix-System von Festo, was auch in der Fluidtechnik ist. Somit können wir hier auf diese Profilplatte, auf die Alu-Profilplatte, den Motor ganz einfach aufklicken, dann mit der Servobremse koppeln und sichern. Zusätzlich sind unsere Motoren mit einem Thermokontakt ausgestattet. Das heißt, wenn der Motor zu warm wird, kommt der Thermokontakt und die Servobremse geht sofort auf Störung. Das heißt, der Servomotor lässt sofort los. Also es herrscht dann keine Kraft mehr an dem Motor und der Motor, in diesem Fall, wie er verschaltet ist, kann dann weiterlaufen und sich abkühlen. Das war die Hardware. Vielen Dank. Jetzt habe ich einfach rein Interesse halber mal die Frage, du hast jetzt hier ein externes Messgerät aufgebaut, eine Motorenkennlinie, wie nehme ich denn das auf? Also habe ich da meine klassische Millimeterpapier-Bleistift und mein externes Messgerät im Einsatz oder wie kann ich die
Messwerte und die Anlaufkurve und das Kurvenverhalten einer Maschine hier darstellen? Also wir haben da zwei Möglichkeiten. Einmal manuell, das zeige ich Ihnen gleich, und zweitens dann mit der Software, das zeige ich Ihnen später. Dann schalte ich den Motor mal ein, zum Beispiel in Stern. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, über unseren Drehdruckknopf und über das Display wird angezeigt, wir haben die Möglichkeit einer Drehzahlregelung oder einer Momentenregelung. Wenn ich in die Drehzahlregelung gehe, sehen wir hier schon einzelne Werte mit Drehzahl, Drehmoment, Strom, Spannung. Wenn ich ihn aktiviere, gibt es in die eine Richtung, das heißt, ich kann der Servo treibt den Motor jetzt schneller an, wie seine Leerlaufdrehzahl ist, oder ich bremse ihn Schritt für Schritt runter. Das heißt, jetzt mit externen Geräten, entweder mit einem Leistungsmesser oder mit Multimetern, kann ich jetzt den Strom aufnehmen, Drehzahl ablesen, Drehmoment und somit meine Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie auf Millimeterpapier oder per Hand durchführen. Ich kann ihn runterdrehen, natürlich bremsen bis auf Stillstand, bis auf Null. Und ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Motor, der Servomotor, treibt diesen Motor jetzt den Prüfling in seine entgegengesetzte Drehrichtung an. Da muss man natürlich aufpassen, das mag der Motor nicht so gerne, da wird er relativ schnell warm. Aber in dem Fall haben wir die Zeit eingehalten. Über die USB-Schnittstelle, also du hast gerade erwähnt, kann man Software anschließen. Ja. Könntest du das auch mal einfach zeigen? Dann gehen wir mal in die Software rein. Muss ich schnell gucken. Software ist da. Sie sehen alles. Das ist unsere didaktische Oberfläche der Software, die haben wir auf den Umrichter von dem Servo draufgelegt. Es gibt viele Einstellmöglichkeiten. Das Schöne ist aber, wenn ich jetzt den Maschinenprüfstand USB verbinde, das Schöne daran ist, mit sehr wenigen Klicks kann ich die erste Kennlinie aufnehmen. Das heißt, wir müssen zwei Einstellungen vornehmen, einmal in den Eigenschaften gucken, wie möchte ich die Kennlinie aufnehmen. Hier sind jetzt die Standardeinstellungen, das heißt, die Messung beginnt bei der momentanen Drehzahl, endet bei 0 Umdrehungen und Anzahl der Messpunkte sind 20. Und als zweites muss ich in der Motorbibliothek noch den richtigen Motor auswählen. Hier ist er schon drin, der 400-690 Volt Motor, so dass ich ihn am Netz in Stand Dreieck schalten kann. Es sind andere Motoren hinterlegt, die bei uns im Standardprogramm drin sind. Die Werte, die Motordaten sind schon integriert. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einen neuen Motor anzulegen, das heißt auch nicht feste Motoren oder Motoren, die nicht von uns hinterlegt sind. Dann kann man diese Kenndaten selber eingeben und der Servo kann die restlichen Sachen dann berechnen. Das ist schon alles. Dann starte ich den Motor jetzt in Stern. Ich habe hier aus Zeitgründen haben wir das hier schon ein bisschen vorbereitet, so dass die X- und Y-Achse soweit passen sollte. Ich starte die Messung. Der Prüfstand fragt mich nochmal zur Sicherheit ab. Und die Software nimmt jetzt die 20 Messpunkte, die vorgegeben sind, auf. So, der letzte Messpunkt dauert ein bisschen länger, weil der Motor einmal alle Pole durchfährt, um richtige Messergebnisse zu bekommen. So, das wäre dann die Kurve in Stern. Hier haben wir einen Messbalken. Sehen wir hier die Werte, auch wenn Motor stillsteht, können wir jetzt hier analysieren und raussuchen und gucken, an welchem Punkt welche Daten gemessen wurden. Als nächstes machen wir eine Kurve in Dreieck. Ich schalte den Motor um in Dreieck. Die gleiche Geschichte, Messung starten.
Ich habe jetzt hier drei Messkurven, in Rot den Strom, in Lila die Drehzahl-Drehmoment kennen wir und in Schwarz ist noch die mechanische Leistung abgebildet. Durch einen Doppelklick kann ich mir auch weitere Daten anzeigen, zum Beispiel hier noch den Wirkungsgrad mit reinnehmen. Dann haben wir weiterhin die Möglichkeit, Kurven übereinander zu legen. Das heißt jetzt hier die dick gestrichelte Kurve ist meine Sternkurve und die etwas dünner gestrichelte Kurve ist meine Dreieckkurve. Somit kann ich jetzt auch wieder diese Messdaten oder diese Messreihe hier übereinander legen und vergleichen und sehe auch hier die Unterschiede von den technischen Daten, von den verschiedenen Kurven. Dann haben wir in der Software die Möglichkeit, wir haben verschiedene Lasten hinterlegt, auch die typische Charakteristik dieser Lasten, zum Beispiel ein Hubantrieb. So, ich kann jetzt hier eine Last vorgeben, sieht man an der gestrichelten Linie und der Motor, der Arbeitsbereich folgt der vorgegebenen Last. Somit kann ich den Motor auch noch rüber in den zweiten Quadranten bewegen, wenn der Motor jetzt absinken würde. Ich möchte ihn jetzt ein bisschen erwärmen. Ich sehe schon, der Arbeitsbereich verlässt schon meine Kennlinie von dem kalten Motor. Hier ist ein schöner Effekt zu sehen. So, wenn ich jetzt eine neue Kennlinie aufnehme, sehe ich hier den Unterschied. Die gestrichelte Kennlinie war die Kennlinie von meinem kalten Motor im kalten Zustand. Und die dicke Kennlinie ist die im, ja, noch nicht mal richtig handwarm, im erwärmten Zustand. Wenn wir den jetzt noch wärmer machen, hat es noch ein größeres Delta. Und somit kann ich jetzt auch wieder mit meinem Messbalken die Unterschiede sehen, was es ausmacht, wenn der Motor erwärmt wird, was da für Verluste auftreten. Dann nehme ich die Kennlinie oder die Last von einer Pumpe, von einem Ventilator und möchte jetzt mal den Arbeitspunkt bestimmen. Den optimalen Arbeitspunkt dieser Maschine, ja, das kommt auch hin. Die Maschine hat eine Nenndrehzahl von 1350 Umdrehungen. Hier sind wir jetzt vom Wirkungsgrad meiner Kennlinie. Heißt, ich muss sie nur ein klein bisschen anheben. Das hier wäre jetzt der optimale Arbeitspunkt dieser Maschine. Apropos Lastmodell, dann gibt es ja bestimmt auch die Möglichkeit, den Motor unter Last zu starten. Genau, das wäre jetzt der zweite Schritt, den ich zeigen möchte. Jetzt haben wir die Sternkurve, die Dreieckkurve, können da die Charakteristik sehen, was ist in welchem Bereich sich der Motor verhält. Und spannend wird er jetzt, was passiert bei dem Motor im Anlaufverhalten. Wie reagiert er da? Hier ist auch vorbereitet, ich gehe in eine andere Anzeige. Also ich habe jetzt unten die Zeitschiene und auf der linken Seite Drehmoment, Drehzahl und den Strom möchte ich gerne noch sehen. Ich habe hier auch die Möglichkeit, wieder Eigenschaften einzustellen, das heißt auch wieder von der Messung, wie die Messung ablaufen soll. Die Dauer der Messung habe ich auf 20 Sekunden eingestellt. Der Motor, die Messung beginnt, wenn der Motor eine höhere Drehzahl hat wie 0. Das habe ich hier so vorgegeben. Ich schalte die Last dazu, die wir vorhin definiert haben vom Arbeitspunkt.
starte die Messung und schalte den Motor ein in Stern. Okay. Nochmal. Jetzt kommt er, jetzt läuft er hoch. Ich sehe, wie der Strom, der Anlaufstrom ist. Ich sehe, wie sich die Drehzahl bewegt. Und das Drehmoment zum Vergleich schalte ich mal aus, dass wir nachher so ein bisschen eine Referenz haben bei 12 Sekunden. So, die Messung ist beendet. Habe jetzt hier wieder über meinen Messbalken, kann ich wieder sehr schön sehen, ein Anlaufstrom von 0,83 Ampere im Stern. Jetzt möchte ich natürlich auch sehen, was passiert im Dreieckbetrieb. Ich schalte den, schalte wieder die Last zu, starte die Messung und schalte den Motor im Direktanlauf in Dreieck. Hier das gleiche Spiel. Ich lasse ihn jetzt laufen bis 12 Sekunden, damit wir ein bisschen vergleichbar haben, weil auch hier können wir die Kennlinien wieder übereinander legen und sehr schön die Unterschiede sehen. Nehmen wir jetzt das dicke, ist meine Sternanlaufkurve und das gestrichelte meine Dreieckkurve. Wenn ich jetzt auch wieder hier übereinander lege, im Stern 0,82 Ampere, im Dreieck Anlaufstrom von 2,62 Ampere. So kann man sich schön ranarbeiten und das Verhalten von diesem Anlaufverhalten erklären. Dann kann man sich schöne Geschichten ausdenken mit Energieversorger, Vorgaben, Anlaufverhalten, verschiedene Anlaufverhalten oder Anlaufthemen wie Frequenzumrichter, Sanftanlauf, hier jetzt im Sterndreieck. Gibt es bestimmte Vorgaben, das heißt, man muss ein Anlaufverfahren vorschalten oder auswählen. Wenn wir Sterndreieck nehmen, dann ist es jetzt auch schön zu sehen, wie passiert das mit dem Umschalten. Wann ist der optimale Zeitpunkt zum Umschalten? Ich schalte wieder die Last dazu, starte die Messung und starte den Motor im Stern. Kommt im Stern, umschalten in Dreieck, lassen wieder ein Stück laufen, schalte wieder aus. Hier oben im Eck, nochmal nebenbei, sehen wir, wie wir uns zurzeit bewegen. Hier haben wir auch die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Quadranten anzuschauen. Jetzt mache ich mal noch eine zweite Kennlinie. Last ist noch zugeschaltet. Ich starte die Messung. Na. Starte wieder in Stern. Warte diesmal ein bisschen länger mit dem Zuschalten. Und schalte wieder aus. Meinem Referenzpunkt. Somit habe ich jetzt hier wieder die Möglichkeit, diese beiden Messungen übereinander zu legen. Und über meinen Messbalken sehe ich dann schon den Unterschied. Natürlich bin ich viel schneller auf meiner Drehzahl, bin aber hier bei einem Anlaufstrom von 2,38. Halt, muss ich. Und beim Umschaltstrom im Dreieck, der ist interessant bei 2,33 und hier bei 1,88.
Das heißt, er hat länger Zeit gehabt zum Hochlaufen, dadurch einen niedrigeren Strom beim Umschalten in Dreieck. Das wäre im Groben die Funktion, die ersten Funktionen der Software, Markus. Jetzt hast du ganz viele Kennlinien aufgenommen. Sind die dann weg, wenn man die Software ausschaltet, oder kann man die abspeichern? Nein, die kann man ganz normal als Datei abspeichern. Alle Messwerte werden behalten. Diese Daten kann man dann exportieren, zum Beispiel eine Excel-Datei. Somit kann man die dann auch später nochmal wieder verwenden und aufbereiten, bearbeiten, Aufgaben erstellen, Blätter, also Formblätter erstellen, Sachen rauslöschen und den Lernenden dann sagen, ermittle mal bitte diese Werte, oder auch die Grafik als eine Grafikdatei abspeichern und sich somit auch schöne Arbeitsblätter machen. Gut, kommen wir mal zu den Motoren. Welche Maschinen kann man denn da draufpacken? Sind wir da beschränkt auf die Asynchroner, oder was hat Festo da alles im Angebot? Ja, wir von Festo, wir haben die gängigen Maschinen, die im Unterricht, in der Ausbildung so genutzt werden. Das heißt unterschiedliche Gleichstrommaschinen. Wir haben verschiedene Drehstrommaschinen wie Schleifringläufer, Synchronmaschine, unterschiedliche Asynchronmaschinen, 230, 400, Energieeffizienzklasse IE3. Maschinen, so kann man auch noch die Unterschiede der Energieeffizienz zeigen. Was fehlt noch? Die Wechselstrommaschinen. Wir haben Kondensatormotor, Universalmotor. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Motoren, die bei Ihnen schon vorhanden sind, im Bereich also bis 250 Watt, auf unser Bodenblech zu montieren. Hier sind schon einige Löcher drin. Das ist von Kundenaufträgen, wo wir bestehende Motoren auf unser System aufgebaut haben. Wichtig ist dann der passende Zahnkranz. Hier sind auch Bolzen drin, die wir dementsprechend verstellen können, wenn es eine kleinere Bauhöhe ist. Somit können wir auch Ihre alten Investitionen sichern und ältere Motoren weiterverwenden mit einer neuen Bremstechnik. Links von dir hängt der Frequenzumrichter. Warum hängt der jetzt da im System mit drin? Das ist meine Erinnerung, Sie zu informieren, dass wir im November eine weitere TIC online haben, wo wir dann die Sachen, die der Frequenzumrichter kann, mit unserem Servobrems- und Antriebssystem darstellen werden. Dankeschön. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Hardware gehört. Jetzt gehört zu so einem vollständigen Konzept natürlich auch Lernunterlagen. Was haben wir da im Programm? Was kannst du da anbieten? Wir haben natürlich die konventionellen Unterlagen, unsere Arbeitsbücher in Papierform, die dann auf Datenträger geliefert werden als PDF. Wir machen das als eine Campus-Lizenz, das heißt für einen Standort. Wenn Sie ein Arbeitsbuch kaufen, haben Sie die Lizenz, diese Aufgaben auszudrucken, den Schülern eine Ausbildung zur Verfügung zu stellen, rechtlich auf der sicheren Seite mit dieser Campus-Lizenz. Dann haben wir diese Aufgaben, die gleichen Aufgaben wie in den Arbeitsbüchern, aber anders aufbereitet, multimediale Aufgabenstellungen mit Anleitungen über unser Lernportal Festo LX. Weiterhin haben wir unsere bekannten WBTs, unser E-Learning als E-Learning-Kurse für elektrische Antriebstechnik, auch beinhaltet im LX oder verfügbar übers LX. Und zum Schluss haben wir auch die Möglichkeit in FluidSim-E, bekannt aus der Fluidtechnik, aber jetzt speziell auch für die Elektrotechnik, ist dieser Motorenprüfstand abgebildet. Das heißt, wir können das, was wir jetzt hier in der Praxis gemacht haben, komplett mit unterschiedlichen Motoren, unterschiedlichen Maschinen in FluidSim auf der 400-Volt-Ebene simulieren und messen. Stichwort Lizenzierung. Du hast jetzt vorher unheimlich viel an der Software gezeigt. Gibt es da auch ein Lizenzmodell für die Software, oder wie sieht es auf der Seite aus? Die Software ist im Motorenprüfstand beinhaltet. Da dieser Motorenprüfstand unser Dongle ist, kann nichts passieren. Weiterhin haben Sie den Vorteil, Sie können die Software auf allen beliebigen Rechnern installieren und können somit auch diese Dateien mit nach Hause nehmen und zu Hause ohne den Prüfstand schön bearbeiten, Ihren Unterricht vorbereiten und auch nachbearbeiten.
Dankeschön. Danke, Holger, für die Ausführungen zur Antriebstechnik. Falls Fragen offen geblieben sind, können Sie die gerne im Anschluss an die Veranstaltung, auch wenn wir nicht mehr live draußen sind, weiterhin in den Chat stellen. Wir werden die im Nachgang bearbeiten.